Ja, es ist jetzt so, Trekking und Bewegungsprädiktion. Was bedeutet Trekking? Weiß irgendjemand, was Trekking bedeutet? Ein paar wissen es, ich weiß, andere wissen es gar nicht. Ja? Erfassen von Bewegung, erfassen von etwas, erfassen von, und zwar permanent. Eine Art Verfolgung von, also Daten, die immer wieder entstehen, die immer wieder erhoben werden. Und dann können sie natürlich interpretiert werden, so wie man es gerne möchte. Nun beginnt man hier am Bahnhof Südkreuz mit rund 80 Videokameras. 80, meine lieben Freunde, ich habe die nicht gesehen. Ich habe schon geguckt, aber ich werde nochmal gucken. Wo sind die 80 Videokameras? Im Testbetrieb wird ein Abgleich dann mit der Datenbank mit Gesichtsbildern freiwilliger Probanden verwendet, wie schon gesagt. Über den späteren geplanten Wirkbetrieb weiß auch die Projektleitung nichts. Das ist doch mal was. Ja? Schon mal die 80 hinmachen, dann schon mal auf Start schalten und dann mal gucken, wie es kommt, ne? So, und es gibt Tafeln, haben Sie die Tafeln gesehen? Haben Sie Tafeln gesehen da vorne am Eingang? Da steht über der einen Tür, hier wird gescannt und über der anderen hier nicht. So, fragt mich einer, wenn Uschi mit drei Kindern durch die Türen läuft, ob sie jetzt darauf achtet, welche Tür sie betritt. Nee, tut sie nicht. Und das sind so Sachen, wo wir sagen, das ist ein bisschen heimlich, was da erfolgt. Ja, so ein bisschen heimliche Datenerfassung, die da erfolgt. Ja, und die Leute werden damit ein bisschen im Grauen gelassen. Die wissen nicht so richtig, was da passiert. Und wann sollen sie denn das erfahren? Von wem sollen sie das erfahren? Ja, das sind so Probleme, ne? Also es gab eine Antwort der Staatssekretärin Dr. Emily Haber auf eine Anfrage des Abgeordneten André Humko von den Linken, und zwar am 17. Februar 2017. Und da sagte er, also da wurde ihm geantwortet von Dr. Haber: Zum Umfang und Art der Datenbanken für die Erprobung wurden bisher noch keine endgültigen Festlegungen getroffen. Ha! Liebe Freunde, das ist genau das, was ich meinte. Entscheidungen über einen etwaigen späteren Weiterbetrieb sollen im Anschluss an den Test erfolgen. Aha. Und dann der Test weiterer Funktionalitäten intelligenter Videotechnik erfolgt in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn AG. Der genaue Umfang ist noch nicht festgelegt. Ja? Also das ist hier ein Startschuss und kein abgeschlossenes Forschungskonzept. Es ist ein Startschuss und eine Einführung, die uns jetzt hier irgendwie gegeben wird, die uns jetzt mit, wo wir uns dran gewöhnen sollen, wo wir sehen sollen, das ist doch alles nicht so schlimm und so, ne? Ist doch genau wie sonst auch immer, deswegen auch keine besonderen Infotafeln, deswegen auch keine besonderen Hinweise. Also wir wissen nicht, welche Datenbanken tatsächlich benötigt und verwendet werden. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen nicht, was da genau passieren wird. Ja? Wir müssen also ein halbes Jahr warten und dann in einem halben Jahr wieder hier stehen, ob die Schilder abgenommen werden oder nicht. Und in welche Gesetze sich in diesem halben Jahr wo rütteln und wer was da wandeln will. Wir müssen also immer wachsam bleiben, damit uns nicht wichtige Informationen abhanden kommen. Ja? So, kommen wir zum Punkt, der uns alle am meisten interessiert. Welche Gefahren gibt es denn hier? Welche Gefahren gibt es? Ja, also angeblich geht es, wie inzwischen üblich, um Terrorfahndung. Praktisch soll die Verfolgung aller Vergehen bis zur Ordnungswidrigkeit, also auch Schwarzfahrer, Sprayer, Obdachlose, Bettler und so weiter, möglich sein. Also alle, die eigentlich auf Bahnhof Südkreuz quasi nichts zu suchen haben, die nicht ein- und aussteigen, sondern alle anderen und die Verbrecher, die ein- und aussteigen, also eigentlich da ja jeder Generalverdacht, alle. Ja, alle. Das ist einfacher zu sagen, alle, als alle aufzuzählen. So, jetzt hier mal nacheinander aufgezählt, ja. Diese Datenerhebung erfolgt heimlich. Das ist ein Problem. Es werden nicht nur die Personen überwacht, von denen eine Gefahr ausgehen könnte, sondern alle. Es fehlt jegliche Zweckbindung der erhobenen Daten. Ja? Es wird ja behauptet, es ist ein Abgleich, der durchläuft, also eine Direktscannung, also das Foto wird gescannt und mit der Datenbank verglichen und dann wird die Date gar nicht festgehalten. Aber das ist etwas, das ist ein bisschen komplizierter. So einfach ist das nicht. Dann, das Ergebnis wird eine große Zahl an falls positiv sein. Unschuldige geraten ins Visier der Behörden. Daraus ergibt sich dann eine Umkehrung der Unschuldsvermutung, nämlich weil die Beschuldigten den Vorwurf erklären müssen. Also wenn Ihr Gesicht ein bisschen zu schief ist und rot aufleuchtet, haben Sie ein Problem. Meint
eisig ist es schon, ich weiß es. Ja? Also ich werde mich dann rechtfertigen müssen, warum mein Gesicht so schief ist oder was. Das ist die Richtung, die das Ganze nimmt. Ich bin damit überhaupt nicht zufrieden. Der Abgleich mit biometrischen E-Perso-Fotos erfolgt nun entgegen der Zusicherung bei Einführung dieser biometrischen Technik im Jahr 2003. Das ist klassisch. Ist klassisch, ja. Also 2003 sagte man, sowas wird nicht stattfinden und jetzt macht man es einfach. Zickzack-Kurs nennt sich das, Zickzack-Kurs. Müsste man nochmal nachgucken, wer das 2003 zugesichert hat und den nochmal für ein Interview zu uns bitten, denn wir möchten ganz genau wissen, warum man A sagt und B macht. Weiter geht es, bevor wir die nächste kleine Pause einlegen. Ich weiß, das ist jetzt spannend, es wird noch viel spannender. Sie wissen ja gar nicht, was ich hier alles auf dem Zettel habe. Also, wie funktioniert dieses Pilotprojekt, habe ich vorhin schon gesagt. Ausbau der Videoüberwachung. Nun so. August 2016 fordert die Regierung ja die Ausweitung der Videoüberwachung. Wir erinnern uns, die muss mehr werden, alles braucht mehr. So, im Jahr 2016 stieg dann die Zahl der Bahnhöfe mit Videoüberwachung auf 900 an. Die Zahl der Kameras in den Bahnhöfen stieg im letzten Jahr von 5.000 auf 6.000, also 20% Erhöhung. Damit werden mehr als 80% der Fahrgastströme bei der Bahn erfasst. 80% ist eine ganze Menge. Wenn wir das jetzt mal durchzählen, wie viele Leute da sind, das wäre eine interessante Zahl. 2012 sagte ja schon der Bahnchef Grube, dass er gerne stärkere Videoüberwachung haben möchte und dass er dafür offen sei, mit Bundespolizei zusammenzuarbeiten und darüber zu sprechen, wie das passiert. Hat er dann getan, hat er jetzt eingeführt. Auch Grube verweist auf höhere Kosten. Er sagt, Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif. Schon das Installieren der Kameras kostet ja Geld, ganz abgesehen von den Personalkosten für die Experten in den Überwachungszentralen, sagt er. Die Zusammenarbeit mit der Bahn und der Bundespolizei bezeichnet der Chef als hervorragend. Kosten. Zum Punkt Kosten kommen wir gleich, aber erst nach der nächsten Pause. Vorher gucken wir uns nochmal die Tauglichkeit an. Die sind ja alle überzeugt, dass es hilft. Die sind ja alle überzeugt, dass das was bringt. Das ist etwas, wo wir wissen, nein, dem ist nicht so. Weil wir haben Fakten und nicht nur Glaube. Ja? Es gibt Leute, die argumentieren mit Glauben und dann gibt es welche, die argumentieren mit Fakten. Und Fakten gibt es, auch wenn sie uns nicht immer nahegebracht werden, ja. Hilft Videoüberwachung bei der Prävention und präventiv bedeutet voraus agierend, ja. Also verhindern von Straftaten, das bedeutet Prävention. Eine Studie gibt es dazu, also einigen Studien mit unterschiedlichen Ergebnissen. Die sind auch geografisch unterschiedlich und länderspezifisch unterschiedlich. Dabei spielen aber auch die Auswertung von Statistiken eine zentrale Rolle, sowie Definitionsfragen und geografische Gegebenheiten. Also wie Statistik, wenn sich irgendjemand mit Statistik auskennt, weiß genau, was ich meine. Ja? Statistik ist ganz schlecht damit zu argumentieren, aber man tut es. Jedenfalls gibt es ein paar. Und jetzt können wir ja mal gucken. Laut einer Studie stieg die Kriminalität in Berliner U-Bahn-Wagen nach der Einführung der 24-Stunden-Videoüberwachung 2007 zusätzlich an. Interessant. Dies ist wohl auf einen statistischen Effekt zurückzuführen, das meine ich, ja. Man kann das so berechnen, dass es so wird oder anders wird. Man kann das berechnen, ja, man kann eine ganze Menge berechnen. Ich habe jetzt hier eine kleine Sammlung von Studien. Ja, das ist online, ist es lesbar bei unseren Kollegen, auch unter dem Artikel verlinkt. Sie können das alle durchlesen. Eine Untersuchung von Lucy und Müller 2011. Der Erfolg liegt am verbesserten Beleuchten und das beruhigt die Menschen vor Ort. Aha, das ist logisch, da brauche ich nicht zu rechnen. Dann Untersuchung von Müller 2011. Eine große Akzeptanz trotz kaum Effektivität, erleichterte Täteridentifikation, Senkung der Personalkosten, liebe Freunde. Das ist der wichtigste Punkt überhaupt, Senkung der Personalkosten. Untersuchung dann 2012 von Tulny in Leipzig. Der Drogenplatz wurde untersucht, Täter sind ausgewichen, sie sind einfach weg von da, wo die Kameras standen. Ist ja nicht so schwer, ne? Dann Untersuchung von Wodehaus 2012, kein signifikanter Rückgang in Schweden. In Schweden ging es trotz Kameras weiter wie vorher. Ja? Dann eine Untersuchung von Grazner 2006, kein
Einfluss auf Affektdaten. Affektdaten, ja, jemand hat gesoffen, jemand wird sauer, jemand schlägt jemand ins Gesicht. Da hat die Kamera einfach nichts bewirkt, ja. Passiert alles trotz 10.000 Kameras. Passiert einfach. So ist die Welt manchmal. Und Verdrängung von Diebstählen fand aber statt. Dann Untersuchung von Hempel 2006 BVG. Die 24 Stunden Aufzeichnung wurden kaum benutzt. Da kann man dann zur Frage, wieso überhaupt machen, Kosten nutzen, was ist da das Verhältnis? Dann 2005 in London, kein Rückgang der Kriminalität, wie eigentlich erwünscht wurde. Bei 2 von 13 Locations, wo es die Untersuchung stattfand, gab es eben keinen erwünschten Rückgang. Nach Installation kam es sogar vereinzelt zur Erhöhung, wie gesagt, wegen der Statistik und Delikte. Bestimmte Delikte wurden mehr, weil man damit nämlich rumposen konnte. Guck mal, was ich neulich gemacht habe. Weil das wird ja dann in den Nachrichten gebracht. Und die Leute denken, boah, und gucken das, ja. Das ist ja so eine Gewaltspirale. Diese Bilder ständig im Fernsehen zu zeigen, ist ja auch nochmal eine ganz andere Frage der Ethik. Aber das ist jetzt nicht der Punkt heute. Also Körperverletzung und Alkoholeinflusstäter sowie Ordnungswidrigkeiten, kein Einfluss, ja. Dann Untersuchung vom Brand 2004, 27 Städte, weder Aufdeckungserhöhung noch vermehrter Rückgang der Kriminalität. Also zusammenfassend gesagt, ganz wenig hat sich da getan. Aber die Kosten, ja, das ist, warum denn, wenn denn mehr Kameraüberwachung, warum, wenn es nicht funktioniert, wenn belegt wird, dass es nicht funktioniert, warum soll es denn erhöht werden, ja? Warum soll mehr Kameraüberwachung sein? Das ist jetzt hier die Frage, die beantworten wir gleich nach der Pause. Ich muss ja auch was trinken. Ja, okay, Pause, liebe Freunde.